Gibt es bei euch auch einen Park oder einen, ja, einen Schlossgarten oder so? Und was gibt's dann da so? On my own, but I'm never alone. Hallo, ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei Barbie und den 12 tanzenden Prinzessinnen. Ja, mal gucken, welche Prinzessin heute gerettet wird. Hier ist ja noch eine Tür, die noch nicht offen ist, und zwar hier auf der linken Seite. Und da werde ich mal gucken, ob ich da jetzt den Schlüssel finde. Brutus kriegt den Edelstein aber nicht. Ah, da ist der Schlüssel, guck mal. Ah, ich bin doch da durchgelaufen. So, ein Bronzeschlüssel für das Bronzetor. Mal gucken, was hier jetzt ist. Okay, Schritt, Sprung und Drehen heißt das Spiel. Ich bin gespannt, ob ich sie alle finde. Weil die Leonie mir reingeschrieben hatte in die Kommentare, die letzte Prinzessin hat sie irgendwie nie gefunden. Ich bin mal gespannt, ob ich sie alle entdecken werde. Ich freue mich auf alle Fälle. Jetzt auf das nächste Spiel. Ich mag das Spiel einfach sehr. Ich finde es einfach so zauberhaft. Das ist halt schon alt, ne? Und das ist trotzdem einfach so süß. Oh, das ist wie ein Irrgarten hier. Wie cool. Wo muss ich denn lang? Hier entlang. Und hier, glaube ich. Wir müssen das Elixierfläschchen. Ha. Mal gucken, ob ich den Weg auf Anhieb finde oder ob ich... Upsala. Ob ich mich verlaufe. Nee, guck mal. Hier bin ich doch schon mal richtig. Oh, hä? Ah, da kommt so eine Plattform. Guck mal, da kommt eine Plattform gefahren. Da muss ich warten. Oh, ich bin bei sowas manchmal ein bisschen ungeduldig dann. Ach, aber die hält an. Guck mal. Okay, dann fahre ich mal los. Und hoffe, dass ich hier das richtig... Oh, guck mal da vorne links. Hast du das... Ach, links. Weißt du, links und rechts sollte man schon auseinanderhalten können. Hast du das kleine Mäuschen da laufen sehen? Voll süß. Ein kleines weißes Mäuschen. Halte Ausschau nach den Prinzessinnen. Oh, guck mal, und der V. Und da hinten war ein Maulwurf. Ich hab's gesehen. Dort wartet bestimmt eine Aufgabe. Okay, oh, oh. Okay, ich gehe zu der Zaubermünze. Oh, aber nicht ins Wasser springen, bitte. Genevieve ist ein bisschen wasserscheu. Ich bin Gott sei Dank nicht wasserscheu. Ich gehe relativ gerne schwimmen. Ich finde, der Garten, die Gärten hier sind auch so mega schön, oder? Die sind echt toll. Guter Sprung. So. Mag ich total. Bei uns gab es damals, also hier jetzt, wo ich wohne, gibt es sowas wie einen Kurpark. Ne? Da gibt es auch so einen kleinen Park. Und damals gab es, wo ich gewohnt habe, wo ich aufgewachsen bin, da gab es einen Schlossgarten. Der war auch total schön. Und ich glaube, das wird auch meine Frage der Folge. Gibt es bei euch auch einen Park oder einen... Ja, ein Schlossgarten oder so. Und was gibt's dann da so? Bei uns gab's dann halt... Oh, guck mal, der V. Bei uns gab's auch V. Hallo, Janessa. Hast du das Elixier gefunden? Leider nicht, aber ich habe einen schönen Platz entdeckt, um tanzen zu üben, bis wir ins Königreich zurückkehren. Und je besser wir tanzen, desto leichter wird es uns gelingen, Vater vor Cousine Roswitha und Detlef zu retten. Um mit Janessa zu tanzen, musst du gut auf die Pfeile achten, die durch das Feld unten auf dem Bildschirm schweben. Wenn ein Pfeil durch das Feld schwebt, musst du den gleichen Pfeil auf deiner Tastatur drücken. Janessa tanzt so lange, wie du die passenden Pfeile drückst. Wenn du möglichst viele Pfeile richtig hast, bekommt Janessa einen Edelstein. Oh, das kriege ich hin, hoffe ich mal. Wir müssen weiter tanzen. Okay, alles klar. Ja, das sollte ich hinkriegen. Ich hoffe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also meine Frage der Folge auf jeden Fall. Gibt es bei euch einen schönen Park oder Schlossgarten? Und was kann man dann da so machen? So. Ah, das ist echt, das ist ja ein echt nett, ey. Ich kann leider gar nicht gucken, wie die Janessa tanzt, weil ich damit beschäftigt bin, die Pfeile anzuschauen. Da ist es nicht so einfach, dann zu gucken, wie sie tanzt, ne? Aber es wird schon. Ich bin guter Dinge. Tanz weiter. Ja, das wird schon. Und guck mal, Twyla sitzt da so süß in der Ecke. Siehst du das? Guck mal, da in der Ecke. Da sitzt Twyla. Total knuffig. Tanz weiter. Wir müssen das Elixier finden. Jetzt kommen nur noch die Roten, glaube ich. Geschafft. Du warst fantastisch. Sehr schön. Du hast ganz fantastisch getanzt, Janessa. Danke, Genevieve. Es hat mir großen Spaß gemacht. Aber jetzt möchte ich unbedingt das Elixierfläschchen finden. Oh, ich habe ja meine Schuhe total zertanzt.
Vielleicht werden sie mit deinem Edelstein wieder schön, bevor Derek sie verzaubert. Das ist eine gute Idee. Versuchen wir es. Wir müssen alles tun, um ins Königreich zurückzukommen und Vater zu retten. Um eine Prinzessin also, welcher ist das der hier, oder? Ach, ich muss immer... So. Ja, hat geklappt. Jetzt natürlich muss noch der Tanz für die liebe Janessa gemacht werden. Das mache ich natürlich auch. Ne? So, alles klar. Dann mache ich das mal. Ich nehme hier als erstes mal das Pink. Ach so, ich muss wieder... Gute Idee. Eine tolle Tanzfigur. Ich wollte es gar nicht anschauen. Ich wollte es eigentlich da reinmachen. Toll gemacht. Das wird dann das Lila. Kommt man das nicht einfach da reinziehen? Ich weiß das gar nicht mehr. Dann möchte ich das hier nochmal. Ne, das passte da auch gut hin. Ganz wunderschöner Tanz. Dann das Gelbe vielleicht. Eine fantastische Tanzfigur. Das Grüne noch. Und dann nochmal. Na, dann nehme ich das. Und dann sollte es eigentlich passen. Also, auf geht's. Jetzt geht's aber auf. Ich musste da, irgendwie war mir das Spiel gerade ein bisschen abhanden gekommen. Jetzt geht's auf. Das blaue Kleid gefällt mir auch wieder gut. Ich habe damals, als ich klein war, ein ähnliches gehabt. Das sah so ähnlich aus. Super! Was für ein wundervoller Tanz! Ja! Ach, wenn wir doch nur immer so glücklich sein könnten wie beim Tanzen, Janessa. Wenn die grausame Roswitha nicht wäre, Genevieve, könnten wir alle glücklich sein. Wir finden bestimmt wieder nach Hause. Wir müssen nur alle Tanzschuhe verzaubern. Jedes Mal, wenn ich auf der Flöte spiele, scheint ihre Magie stärker zu werden. Such weiter nach den Prinzessinnen. Und nach dem Elixierfläschchen. Los, Twyla, komm mit. Aber auf die Suche nach dem Elixierfläschchen und nach der nächsten Prinzessin begebe ich mich dann erst in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und dabei sein. Würde mich freuen, wenn du mich auch nächstes Mal wieder bei Barbie und den 12 tanzenden Prinzessinnen begleitest. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag ciao ciao, deine Damakasch.